Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei Soberka. Das Kapitel Rune Fortress haben wir mit der letzten Folge abgeschlossen. Es kam zum großen Showdown zwischen Susie und Lilly, welches, ja, ich würde sagen, unentschieden ausgegangen ist. Lilly ist zwar der Meinung, sie hat verloren, aber in Wahrheit ist uns jemand, den wir noch gar nicht kennen, hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Shio hier vorne. Dazwischen gefunkt und hat quasi Susie irgendwie verbannt und auch alle anderen Blood-Soul-Worker, also die Kinder, sind plötzlich verschwunden. Keine Ahnung, wo die hin sind. Wir werden jetzt aber einfach mal gleich in Richtung Rukutown gehen, zurück zu Mirium. Wir waren da schon sehr lange nicht mehr. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, machen wir uns auf den Weg, oder? Verlassen Rune Fortress, sagen wir nochmal auf Wiedersehen. Hallo, Distrikt 6, aber auch hier werden wir natürlich nicht allzu lange bleiben. Wir sind jetzt auch schon endlich Level 55, das heißt, wir können endlich in einer dieser Einsteiger-Raids reingehen. Theoretisch, wir haben auch schon, so glaube ich, ein paar Quests für die Raids aufgenommen. Aufmerksamkeit und unheilvolles Morgengrauen. Aber das werden wir uns jetzt anschauen, wenn wir mit der Geschichte durch sind oder nicht mehr drum herumkommen. So, wo war Rukutown? Hier oben 5400. Na ey, bitteschön, hier kriegst du mein Geld. Ich hoffe, mein Ruf bei dir wird dadurch wieder etwas besser. Ja, da hier 3 Punkte gestiegen. Die Loyalität gegenüber Nail. Sehr schön. Oder Nael. Den Namen habe ich ja manchmal immer so ein bisschen so meine Probleme. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist bisher in Rukutown passiert? Wir wissen ja, da gab es auch jede Menge Stress und Ärger mit den Puppen. Mit den Solibal, glaube ich, hießen die. Na, schau mal, auch hier gibt es theoretisch ein rotes Ausrufezeichen. Das werden wir uns gleich mal durchlesen. Jetzt aber erstmal zu Mirium. Ah, Lilly. Wirklich lange nicht gesehen? Ich erfreut mich sehr, dich zu sehen. Okay, da werde ich mal kurz ein bisschen einspringen. Freut mich auch sehr, dich zu sehen. Ich hoffe, deiner Gesundheit geht es blendend. Ja, aber wer spricht heutzutage denn so vornehm? Ach, das gehört so, oder? Ich erfreut mich sehr, dich zu sehen. Ich hoffe, deiner Gesundheit geht es blendend. Ja, aber wer spricht heutzutage denn so vornehm? Doch gewiss, nun, dass die Dame zurück ist mein Ergehen rundum vorzüglich. Hallo, was geht denn jetzt mit euch ab? Jemanden wie ein seltenes Tier zu begrüßen, ist aber gar nicht nett. Ah, freut mich auf jeden Fall. Wechsel nicht das Thema. Gut, dass du da bist. Die Leere, die sich neulich hier aufgetan hat, verursacht Chaos in Rukutan. Siehst du die Leere dort drüben am Himmel über Rukutan? Verglichen mit den anderen Leeren hier in der Umgebung ist die Leere von Rukutan wirklich gigantisch. Da bin ich doch auch herausgefallen. Diese Leere war die ganze Zeit schon bedrohlich, aber jetzt ist sie plötzlich aktiv geworden. Wenn man dem Bericht des Forschungsteams glaubt, kann man sie auch ohne weiteres betreten. Deswegen fliehen die Bewohner von Rukutan Hals über Kopf. Gleichzeitig wimmelt es in Rukutan nur so von Mitgliedern der Soul Force Einheit des Sternheilkorps ESP. ESP-Einheit? Kannst du mir erklären, was das ist? Ah, die kennst du wohl noch nicht. Die Abkürzung ESP steht für Esper Strike Process. Es ist eine Gruppe von Soul Forcern. Die Soul Forcer des Sternheilkorps werden nur bei besonders wichtigen Aufgaben zusammengezogen. Deswegen werden sie Process genannt, um sie von Teams oder Organisationen abzugrenzen. Wenn sie eingesetzt werden, muss die Lage wirklich ernst sein. Dann können sie ja wohl wenigstens selbst auf sich aufpassen. Ich würde es wirklich begrüßen, in einem Umfeld zu kämpfen, in dem ich mich nicht auch noch um andere kümmern muss. Bei der Untersuchungseinheit und der Glücksforce gibt es nun ziemlich viele Amateure. Was willst du da erwarten? Bitte, gib da drin dein Bestes. Ah, bist du auch dabei, Miriam? Sei vorsichtig, wir wollen dich nicht schon wieder retten müssen. Haha, ich passe schon auf. Ich will der ESP-Einheit schließlich nicht zur Last fallen. Das hoffe ich doch. In letzter Zeit hatten wir schon genug Ärger.
Und wenn wir erst einmal dort drin sind, werden wir uns ganz auf den Kampf konzentrieren müssen. Ich verstehe. Hast du vor nichts Angst? Du gehst an einen Ort, den du nicht kennst, und kämpfst gegen unbekannte Feinde. Ich habe schon so viel Beängstigendes erlebt. Kämpfe und Lebensgefahr sind für mich nur noch ein reiner Zeitvertreib. Gut, ich kann das zwar nicht nachvollziehen, möchte dich aber auch nicht weiter aufhalten. Sei einfach vorsichtig, wir wissen nicht, was uns da drin erwartet. Sobald die Glücksforce soweit ist, folge ich dir. Okay, da haben wir nun das Grass Cover Camp, wo wir jetzt hier gleich reinlaufen werden und müssen. Vorher schnappe ich mir aber noch dieses nette Ausrufezeichen. Bin mal gespannt, was der so für uns hat, Benji Jung. Huch, was gibt es? Wir dachten, du seist in Rune Fortress. Du bist wohl nicht zufällig hier. Ist etwas passiert? In die lodernde Leere? Wir zerbrechen uns auch gerade die Köpfe darüber. Wir werden dich nicht davon abhalten, dort hineinzugehen. Du hast anscheinend auch die Befugnis dazu. Aber es ist sehr gefährlich. Ohne Grund geben wir so leicht keine Erlaubnis zum Betreten. Schicken wir den Soulworker rein. Ich stimme zu. Auf geht's. Hä? Es wird einen Grund geben, einen, den nur der Soulworker kennen muss. Ja. Das könnte möglich sein. Gut, ich erlaube den Einzug. Ich werde den Standortangaben an den Operator weitergeben. Aber es gibt eine Bedingung. Bitte informier uns über die Situation im Inneren. Wir hatten eigentlich vor, Truppen zu entsenden, als der Puppenproduktionsstandard bekannt wurde, aber durch das plötzliche Erscheinen der lodernden Leere muss der Untersuchungstrupp geteilt werden. Du bist genau im richtigen Moment erschienen. Ich weiß zwar nicht, was deine Gründe sind, aber ich muss wieder auf deine Hilfe vertrauen. Ich hoffe, du findest, was du suchst, aber übernimm dich bitte nicht. Viel Erfolg. Bis bald. Okay, haben wir gleich nochmal eine Aufgabe bekommen, und zwar für das Zirkuskommando. Das sieht mir aber ehrlich gesagt auch so ein kleines bisschen nach einem Raid aus. Ja, jetzt habe ich es vorhin vergessen, ein bisschen zu erwähnen natürlich. Wir haben ja nicht nur die Blood Soulworker Kinder verloren oder auch Susie oder das Erscheinen einer völlig unbekannten Person. Nein, wir haben jetzt auch eine lodernde Leere, in die jeder einfach reingehen kann, wie es ihm gefällt. Und was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt gleich herausfinden, wenn wir jetzt dann da reingehen. Vorher jedoch will ich noch mal ganz kurz schauen. Ja, wir können hier nicht allzu viel skillen im Moment. Ich bin noch nicht ganz so weit. Ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht über meine Skillung. Das wird sich jetzt dann aber auch demnächst ändern. Ich war jetzt viel mehr neugierig darauf, wie die Geschichte weitergeht. Und wir schauen uns das jetzt hier einfach an im Grass Cover Camp. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Rokutan? Fleischfabrik? Sieht sehr leer aus. Irgendwie hatte ich jetzt die Hoffnung, dass wir hier deutlich mehr Leute zu Gesicht bekommen. Aber immerhin, Xivos, Yomi, Shiho, altbekannte Gesichter sind auch noch da. Allee der Einschläge, was haben wir denn hier alles? Was ist denn das, wo wir hier sind? Ah, schau mal, da vorne steht Avon. Mit dem werden wir jetzt hier einfach mal ein kleines Wörtchen reden. Von der Suche nach dem Blood Soulworker bis zur großen Leere. Ach, echt nervig. Da bist du ja, freut mich. Das ging aber schnell. Wenn du ein ordentliches Transportmittel hast, hättest du mich dann nicht mitnehmen können? Das hätte ich gerne gemacht, aber ich bin mit dem Helikopter für die Anführer des Untersuchungsteams hergekommen. Außenstehende dürfen leider nicht mitfliegen. Vielleicht denkst du, das sei ein widersinniges Sonderrecht, aber bitte verzeih mir, ich muss ständig zwischen hier und Rune Fortress pendeln. Ich habe so fleißig gekämpft, aber darf noch nicht einmal im Hubschrauber mitfliegen? So viel zur Menschlichkeit des Sternhain-Korps. Freue dich lieber, dass du nicht in das Rangsystem des Sternhain-Korps eingegliedert bist, Lilly. Du darfst zwar den Helikopter nicht benutzen, aber dafür kannst du dich über deine Vorgesetzten lustig machen. Zum Beispiel über mich. Ihr seid unglaublich engstirnig.
Das sehe ich ganz genauso. Aber reden wir nicht länger über die dreckige Welt der Erwachsenen, lass uns lieber über diesen Ort sprechen. Sag mir einfach, um welche Gegner ich mich zuerst kümmern soll. Aha, ich verstehe ja, dass du kämpfen willst, aber wir haben noch nicht einmal richtig mit der Untersuchung begonnen. Wie du siehst, ist bisher nur die Vorhut eingetroffen, die sich um die Aufklärung kümmert. Danach werden wir stufenweise Unterstützung von der Glücksforce aus Rukutown und den Soulworkern aus Gray City erhalten. Aber momentan ist noch niemand hier. Was ist mit Kando City? Dort gab es doch eine Feldkriegseinheit mit viel Erfahrung. Du meinst wohl das Sternhain Squad, aber sie haben unsere Unterstützungsanfrage abgelehnt. Sie seien zu beschäftigt mit dem Vernichten der Solibar, mit dieser Ausrede können sie sogar die Befehle der Generäle ignorieren. Naja, nach dem Amaryllis-Vorfall wurden sie vom Korps isoliert, da ist das nicht verwunderlich. Wir müssen uns auf das Sternhain Squad einer anderen Stadt verlassen, wenn wir Unterstützung brauchen. Das erinnert mich an mich, als ich damals vor Wut jede Vernunft vergaß. Braucht Kando City nicht eher unsere Hilfe? Nein, denk doch mal nach. Wenn wir die große Leere untersuchen und für immer schließen, tauchen auch in Zukunft keine Solibar mehr auf. So könnten wir alle Katastrophen in der realen Welt auf einmal stoppen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Der neueste Vorfall mit der großen Leere wird als Ende des ganzen Desasters angesehen. Jeder gibt alles. Nur der ND-Konzern hat uns betrogen. Diese dreckige Organisation ist ein wahrer Schandfleck. Ich schaffe das allein, mach dir keine Sorgen. Haha, der Vorfall mit Susi hat deine Prahlerei wohl keinen Abbruch getan. Du wirst schon sehen. Momentan ist Kämpfen nicht das Wichtigste. Unterhalte dich mal mit Amanda, sie hat mich auf dem Weg hierher begleitet. Ah, sie ist auch hier? Hat sie jetzt akzeptiert, dass sie nicht nach Belieben agieren kann? Gefällt es dir nicht, dass Dr. Stoff gestorben ist? Sie bereut es auch sehr. Bekanntermaßen erledige ich auch ständig irgendwelche Kreaturen, daher kann ich wohl kaum urteilen. Ich mache mir nur Sorgen, dass Amanda in Zukunft erneut zum Problem wird. Man kann sich nur schwer von etwas abhalten, das sie richtig findet. Sie ist auf jeden Fall ein wichtiges Mitglied des Kommunikationsteams, daher solltest du es nicht so weit treiben, dass sie ihre Entlassung einreicht. Ohne Amandas Fähigkeiten wäre gar keine Kommunikation möglich. Ich werde mich entsprechend verhalten. Schaut er hier richtig komisch aus. Was ist das denn da überhaupt mit dem roten Zeug? Und wer hängt denn da oben drin? Ah, der Bams hat auch den Weg hierher gefunden. Das freut mich. 반가워요. 통신 이능력자 아만다요. Ich bin hier, weil ohne mich keine Kommunikation möglich wäre. Es ist einfach eine Frage der Kompetenz. Puh. Na, du bist ja am Seufzen. Was ist denn los? Nein, ich war nur von meinem Schicksal genervt. Es war so viel los mit den Bloodsoulworkern und Susi. Ständig habe ich ihretwegen die Nächte durchgearbeitet. Und jetzt passiert plötzlich etwas anderes und die ganzen Anstrengungen gehen wieder von vorne los. Das ergibt doch keinen Sinn. Die glauben doch, dass Menschen einfach austauschbare Objekte sind. Nur ehrlich gesagt, gib mir so langsam die Puste aus. Wenn du nicht hier sein willst, dann ist da drüben der Ausgang. Ich muss mich um alles kümmern, bevor ich hier weg kann. Ich sollte wirklich nicht so von jemandem reden, der Tag für Tag sein Leben aufs Spiel setzt. Ich war nur am Meckern. Natürlich will auch ich, dass wir die Leere endlich loswerden. Ich dachte nur, dass vielleicht eine Pause nicht schlecht wäre. Stimmt, du wirst viel schneller müde als ich. Seit ich ein Soulworker bin, habe ich keinen guten Blick mehr dafür, dass andere schneller erschöpft sind. Du sagst zwar, dass du keine Müdigkeit spürst, aber ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, wie du dein Leben aufs Spiel setzt und kämpfst. Und wie du nach dem Kampf mit Susi völlig am Ende... Ich war nicht völlig am Ende. Pass auf, was du sagst. So siehst du das also? Okay, du warst absolut fit nach dem Kampf, Lily. Ich habe das Gefühl, du willst mich auf den Arm nehmen. Ach ja, hast du mit der Person da drüben am Wasser gesprochen? Ich habe den Kerl nur kurz gesehen. Er schien in Gedanken versunken, da wollte ich nicht stören. Ich kann es nachvollziehen, wenn man mal alleine sein möchte. Er sieht immer so aus, schon seit wir hier angekommen sind. Du solltest trotzdem mal zu ihm gehen. Es heißt,
Das sei der legendäre Soulworker Tenebris, der vor 10 Jahren erschienen ist und eine entscheidende Rolle im Krieg gespielt hat. Legendär? Hat er denn irgendetwas Großartiges geleistet? Du hast noch nicht von ihm gehört? Er ist vor 10 Jahren erschienen und hat die Soulworker und Soulforcer gegen die Bashai angeführt und mehrere große Siege errungen. Dank ihm haben die Menschen die Bashai für eine Weile zurückdrängen können, aber vor 5 Jahren ist er mit einer Gruppe... Naja, das musst du jetzt nicht wissen. Jetzt also ein legendärer Soulworker. Ich bin neugierig, wie legendär er wirklich ist. Du würdest also am liebsten dein Leben aufs Spiel setzen und gegen diesen Schattengeist kämpfen? Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber vermutlich hat er nur zufällig denselben Namen oder es ist jemand, der nur so tut, als sei er Tenebris. Der nur so tut? Sowas gibt's? Damals war der Name Tenebris sehr beliebt und wir alle wollten so sein wie er. Selbst die kleinen Kinder im Dorf kannten den Namen. Und ich habe Tenebris mit eigenen Augen gesehen. Er war nicht so jung. Wie soll ich sagen? Die Anstrengungen der Jahre waren ihm ins Gesicht geschrieben. Er sah unglaublich alt aus. Und das Wichtigste ist, dass Tenebris vor 5 Jahren gestorben ist. Er wurde offiziell für tot erklärt. Wir müssen jetzt herausfinden, ob es sich hierbei um den echten Tenebris handelt. Auf jeden Fall scheint er dich zu kennen, Lily. Warum gehst du nicht hin und sprichst mal mit ihm? Dann gehe ich hin und finde es für dich heraus. Ich bin durchaus in der Lage herauszufinden, ob mein Gegenüber nur angibt oder nicht. Ja, also entweder ist er jetzt tot oder nicht. Aber dass jetzt hier plötzlich irgendein Legendärer auftaucht, oh, das sieht aber sehr jung aus. Sehr jung. Es freut mich, mein Name ist Lily Blümchen. Es ist nicht besonders höflich gegenüber einer Dame, sie so wortlos anzustarren. Jetzt sag doch mal was. Was ist mit... Was? Könntest du das noch einmal etwas lauter sagen? Du kennst doch Haru Istia, diese Frau, die bei dir war. Wo ist sie jetzt? Jemanden, dem man gerade zum ersten Mal begegnet ist, einfach so anzuschreien, bist ja noch unhöflicher, als ich dachte. Weich meiner Frage nicht aus. Es kann nicht sein, dass du den Namen nicht kennst. Ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass es sinnlos ist, die Frage zu beantworten. Ich bin noch nicht auf den Kopf gefallen. Was für eine nervige Einstellung. Du hast mir echt gefehlt, Lily Blümchen. Ich weiß nicht, warum du dich unter die Menschen mischt, aber verschwinde auf dieser Stelle von hier. Dies ist kein Ort für dich. Du gehst mir echt auf die Nerven. Tenebris, hast du gesagt? Wenn du es wagst, eine Dame so zu behandeln, ist das bestimmt nicht dein richtiger Name. Verunglimpfst einfach so den Namen einer Legende. Kennst du denn gar keine Scham? Dieser Blick. Du kennst Haru ist ja wohl wirklich nicht. Ich kenne einen Kaffee mit einem ähnlichen Namen, Espresso oder so. Vielleicht trägst du nur denselben Namen. Nein, diese Stimme und den Tonfall kann niemand einfach so nachahmen. Das macht dich einzigartig. Wenn du dich mit mir anlegen willst, können wir gleich anfangen. Du scheinst tatsächlich die Wahrheit zu sagen. Ich hatte schon gehört, dass du dein Gedächtnis verloren hast, Lily, aber ich konnte es nicht glauben. Entschuldige, dass ich mich gleich bei unserem ersten Treffen daneben benommen habe. Ich hoffe, dass das unsere Beziehung in Zukunft nicht belasten wird. Mach dir keine Sorgen, im Gegensatz zu dir habe ich meine Gefühle im Griff. Verstehe. Ich bitte nochmals um Entschuldigung. Hast du dich endlich genug entschuldigt? Frag mir endlich, warum du einen falschen Namen verwendest. Der Name Tenebris ist ziemlich berühmt. Ich verwende keinen falschen Namen. Tenebris ist mein Name. Aber stimmt, dass es in der Realität, also außerhalb der großen Leere, auch einen Tenebris gibt. Korrekter wäre, ihn als Körper zu bezeichnen. Noch einen, sagst du? Willst du etwas sagen, dass ihr euch geteilt habt? Hast du schon einmal von der Essenz gehört, die in menschlichen Körpern weilt, Lily? Es gibt ein Phänomen, bei dem sich der Wille in Form der Essenz vom Körper trennt. Sie nimmt dabei oft die Gestalt eines kleinen Kindes an. Ah, so ein unhilfliches Kind habe ich schon ein paar Mal getroffen. Wenn du es schon gesehen hast, solltest du keine Probleme haben, meine Erklärung zu verstehen.
Ich habe die Form dieser Essenz angenommen, die du kennst, und mich von meinem Körper losgelöst. Aber wie kommt es, dass die Essenz die Gestalt eines kleinen Kindes annimmt? Die Gestalt einer Essenz richtet sich nach dem Verlangen des Körpers. In meinem Fall hat sich wohl der Wunsch durchgesetzt, in der großen Leere zu bleiben, als ich damals aus der großen Leere herausgeworfen wurde. Hä? Dann bist du also als Essenz hier zurückgeblieben und in der Realität außerhalb der großen Leere gestorben? Stimmt das so? Ja, das stimmt wohl. Offenbar ist mein Körper vor 5 Jahren gestorben. Mir ist es eigentlich ziemlich egal, ob du tot bist oder nicht, aber angeblich kannst du dich daran erinnern, was hier vorgefallen ist. Du scheinst meine Vergangenheit zu kennen, sonst hättest du dich mir gegenüber niemals so verhalten. Sorry, falls dich das jetzt überrumpelt, aber hast du einen Moment Zeit? Du möchtest deine Erinnerungen zurück, richtig? Es tut mir leid, aber ich kann dir im Moment nicht helfen. Schon wieder jemand, der einfach nur stur ist. Das streite ich nicht ab. Du hast auf jeden Fall dein Gedächtnis verloren, aber ich glaube nicht, dass du dich wirklich verändert hast. Um ganz ehrlich zu sein, ich vertraue dir nicht ganz, Lily. Gerade du, der Verdächtigste von allen, will entscheiden, wer vertrauenswürdig ist und wer nicht? Ich habe meine Gründe. Reicht es nicht, dass du das weißt? Dann sag mir, wie ich mir dein Vertrauen verdienen kann. Mach einfach so weiter wie bisher. Ich werde beobachten, was du tust, falls und sobald ich entscheide, dass ich dir vertrauen kann, werde ich dir alles sagen. Du versprichst also mir alles zu sagen, verstehe ich dich richtig? Ich mache einfach so weiter wie bisher. Ich werde dir zeigen, wie viel Spaß es mir macht, diejenigen zu vernichten, die den Menschen Böses wollen. Für mich ist das ganz normal, also mach dir keine Sorgen. Okay, verstanden. Wow, okay, da explodiert doch fast das Hirn hier. Was ist jetzt hier passiert? Mit der Essenz, die in der Leere bleibt? Also das ist wohl der richtige Tenebris? Oder auch nicht? Sehr verwirrend. Auf jeden Fall wieder eine sehr geschichtsträchtige Folge. Ah, gut, dass du da bist, Lily. Wir haben die nähere Umgebung durchsucht und gerade eine Einheit zusammengestellt, die sich weiter entfernte Orte ansehen soll. Dann geht es jetzt wohl los. Mir war von dem ganzen Warten schon so langweilig, dass ich fast zurückgegangen wäre. Haha, ich hoffe, dass du diesmal jemanden findest, der hineingesaugt wurde. Da die vielen Menschen, die in die große Leere gegangen sind, alle so force sind, würde der Krieg gegen die Bashai bestimmt sehr interessant werden, wenn wir sie herausholen könnten. Nur wenn sie auch wirklich dort sind. Ja, du hast recht, Lily. Es sieht nicht gut aus. Mit Amandas Hilfe haben wir bereits versucht, eine Kommunikation aufzubauen, aber ohne Erfolg. Dann werde ich sie wohl direkt suchen. Ah, tut mir leid, dass ich dich immer schuften lasse. Tu nicht so. Schick mich einfach los, wie immer. Außerdem gefällt mir der Auftrag. Meine großartigen Vorgesetzten machen das vielleicht so. Ich nicht. Ich möchte nicht die Freundlichkeit derer ausnutzen, die mir in gutem Glauben helfen. Aber für Gerede ist jetzt keine Zeit, das Wichtigste ist, die Umgebung zu säubern. Man weiß nie, was in der Leere als nächstes passiert, daher müssen wir für Sicherheit sorgen, damit die anderen Einheiten der Reihe nach zu uns stoßen können. Wir sind die Maus, die zur Aufklärung in die Höhle des Löwen geschickt wird. Befehl ist Befehl, da kann man nichts machen. Und jetzt geht es endlich los in der Allee der Einschläge. Bin ich doch mal sehr gespannt. Wieder 4 schöne Episoden. Die Monster, die uns da erwarten werden. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.